Beim Fußball in Afghanistan gibt es manchmal ungewöhnliche Unterbrechungen. Die U18-Nationalmannschaft der Frauen trainiert direkt neben dem NATO-Hauptquartier in Kabul. So überschattet der Krieg auf das Geschehen auf dem Platz. Doch die Begeisterung der Kickerinnen schmälert das nicht. Fußball ist mein absoluter Lieblingssport. Gegner haben die jungen Sportlerinnen nicht nur auf dem Rasen. Unter den Taliban waren Sport und selbst Schule für Frauen tabu. Und Vorurteile bleiben bestehen. Anfangs hatten viele Leute echt Probleme mit Mädchen. Sie sagten, Fußball ist nichts für Mädchen, sondern für Jungen. Aber wir spielen und beweisen, dass auch wir gut sind. Fußball ist auch etwas für Mädchen. Doch viele Frauen fühlen sich an den Rand gedrängt und benachteiligt. Nur jede achte Afghanin über 15 Jahren kann lesen und schreiben. Einige Fußballerinnen hier haben schon Turniere im Ausland gespielt. In Deutschland, Jordanien und Pakistan. Und auch die Idole kommen oft von weit weg. Ronaldinho ist mein Lieblingsspieler, darum bin ich für Brasilien. Bei dieser WM hat es für Brasilien nicht gereicht. Doch die jungen Frauen hier hoffen, dass auch sie selbst der schönsten Nebensache der Welt in Frieden frönen können und nicht mehr neben einem Schlachtfeld.